wenn ich mich damals an Ihre Kommentare erinnere, auch erfolgreicher als Sie damals geglaubt haben. Trotz der konjunkturellen Erholung war das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd. Aber wir haben dennoch unsere zentralen und vorrangigen Ziele erreicht. Die Mitarbeiter der Bank haben dafür hart gearbeitet. Für diese Leistung danke ich unseren Mitarbeitern sehr herzlich, auch im Namen meiner Vorstandskollegen. Wir haben unsere Ziele erreicht und das heißt im Einzelnen. Erstens, wir haben unser Konzernergebnis um 6 Milliarden Euro gesteigert. Damit sind wir ein Jahr früher in die Gewinnzone zurückgekehrt, als wir es in der Roadmap 2012 vorgesehen hatten. Zweitens, wir haben in der Commerzbank-Gruppe im Jahr 2010 ein Konzernergebnis von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Drittens haben wir die Integration der Dresdner Bank auch im vergangenen Jahr planmäßig umgesetzt. In wichtigen Teilen waren wir sogar schneller als geplant. Viertens haben wir unsere Eigenkapitalposition aus eigener Kraft nachhaltig gestärkt. So lag unsere Core-Tier-1-Quote Ende 2010 bei 10%. In der Tier-1-Definition lag unsere Eigenkapitalquote bei knapp 12%. Der beeindruckende Aufschwung, den die deutsche Wirtschaft seit Beginn des vergangenen Jahres genommen hat, wurde vor allem von unseren mittelständischen Unternehmen getragen. Eine entscheidende Voraussetzung für diese positive Entwicklung war, dass die von vielen befürchtete Kreditklemme ausblieb. Dazu haben auch wir als Commerzbank beigetragen. Denn wir stehen unseren Kunden auch in schwierigen Zeiten zur Seite. Deshalb unterstreiche ich hier an dieser Stelle auch gerne unsere Bereitschaft, auch in Zukunft mit Krediten zur Verfügung zu stehen. Partnerschaft, auch in schwierigen Zeiten, ist für uns ein wichtiger Wert und wir leben ihn auch. Wir sind entscheidende Schritte auf dem Weg zur vollen und nachhaltigen Profitabilität vorangekommen. Das ist im Interesse unserer Aktionäre und aller unserer Eigenkapitalgeber. Sie sind genauso unsere Partner, wie es unsere Kunden sind. Unsere Bilanzsumme liegt Ende 2010 bei rund 750 Milliarden Euro und damit um 28% unter dem Wert von 2008. Das Volumen unserer risikogewichteten Aktiva lag zum Bilanzstichtag bei 268 Milliarden Euro. 2 Jahre zuvor waren es noch 338 Milliarden Euro. Die Reduzierung um rund 21% entfällt zum großen Teil auf nicht zum Kerngeschäft gehörende Bestände und Aktivitäten. Wir erhalten so Raum, in unserem Kerngeschäft zu wachsen. Und das wollen wir auch tun. In der Core-Tier-1-Abgrenzung haben wir unsere Eigenkapitalquote zum Jahresschluss 2010 auf 10% erhöht. Die Verbesserung haben wir erreicht, weil wir profitabel sind und weil wir Risiken reduzieren. Das Segment Privatkunden schloss mit einem operativen Ergebnis von 48 Millionen Euro ab. Damit ist das Segment noch nicht dort, wo wir es haben wollen. Aber wir sollten fair sein. In den beiden vergangenen Jahren haben gerade unsere Führungskräfte intensiv daran gearbeitet, 2 Privatkundenbanken erfolgreich zusammenzuführen. Das ist gut gelungen. Jetzt richten wir unseren Blick nach vorne. Wir erwarten nach der Zusammenlegung der IT-Systeme zunehmende Verbesserungen. Wichtig ist, unsere Kundenbasis liegt weiter bei 11 Millionen Kunden und wir wollen weitere dazugewinnen. Auch die Integration macht große Fortschritte. In wichtigen Bereichen kommt sie sogar schneller voran als geplant. Beispiele dafür sind der gemeinsame Marktauftritt und die für viele unserer Kunden wesentlichen Serviceleistungen. Beides ist seit Juni 2010 in allen Filialen und für alle Kunden umgesetzt, 6 Monate früher als ursprünglich geplant. Im Juli haben wir in der Zentrale und in den Filialen die Integration der Dresdner Bank-Organisation personalwirtschaftlich nahezu vollständig abgeschlossen. Mit den größten Softwareumstellungen in der Geschichte unserer Bank haben wir dann im August letzten Jahres die Voraussetzungen für die Zusammenlegung der EDV-Systeme geschaffen. Ebenfalls 2010 wurde die Integration im Investmentbanking und in den über 50 Auslandsmärkten umgesetzt. Sie sehen, wir befinden uns in der Integration also auf der Zielgeraden. An Ostern wollen wir die Zusammenführung der IT-Systeme durchführen. Das ist der letzte große Einzelschritt unseres Integrationsprojektes. Danach gibt es für alle unsere Kunden und in allen Bereichen ein einheitliches Produkt- und Leistungsspektrum. Auch alle Kundenberater arbeiten ab dann auf einheitlichen Systemen.
Aber wir werden im Interesse unserer Kunden keine Risiken eingehen. Operative Stabilität geht immer vor Schnelligkeit. Die Belastungen aus der Integration werden wie bekannt insgesamt 2,5 Milliarden Euro betragen. Auch die Erwartungen für die Kostensynergien liegen unverändert bei jährlich 2,4 Milliarden Euro im eingeschwungenen Zustand. Ende Dezember 2010 haben wir davon bereits etwa 45% erreicht. Im laufenden Jahr wollen wir schon mehr als 1,5 Milliarden Euro realisieren. Auch hier sind wir schneller als geplant. Die Commerzbank-Gruppe ist ein Jahr früher als erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der HGB-Abschluss der Commerzbank AG schloss jedoch mit einem Jahresfehlbetrag von 1,2 Milliarden Euro ab. Eine wesentliche Ursache dafür ist die strategische Neuausrichtung der Eurohypo. Wir müssen ihre Bilanzsumme und ihre Bestände abbauen und auch auf Neugeschäft verzichten. Sie alle wissen, wir haben eine Auflage der EU-Kommission, die Eurohypo bis Ende 2014 abzugeben. Und ohne eine Reduzierung dieser Bestände geht das nicht. So reduzieren wir die Risiken und die Beträge, die potenzielle Interessenten aufbringen müssen, um das Geschäft der Eurohypo dauerhaft zu refinanzieren. Das sind entscheidende Voraussetzungen für die Abtrennung der Eurohypo. Im vergangenen Jahr mussten wir die 2009 begonnene strategische Neuausrichtung nochmals forcieren. Entscheidende Ursachen hierfür waren die speziell im Commercial Real Estate Bereich anhaltenden Belastungen, die sich ab Anfang 2010 nochmal zuspitzende Auswirkungen der europäischen Staatsschuldenkrise und natürlich auch die bei ähnlichen Transaktionen zu beobachtende Zurückhaltung potenzieller Käufer. Sie kennen ja den einen oder anderen Verkaufsversuch, da standen ja nur nicht so viele Schlange, dass das immer gut gelaufen ist im letzten Jahr. Damit war unsere bisherige Planung nicht mehr zu halten. Nach den Regeln des Handelsgesetzbuchs führt das im Einzelabschluss der AG zu Abschreibungen auf den Buchwert der Eurohypo von 1,9 Milliarden Euro. Da liegt jetzt natürlich auch für Sie alle die Frage nahe, warum ist das HGB-Ergebnis der AG und nicht der IFRS-Gewinn des Konzerns die Basis für die Bedienung der stillen Einlagen des Bundes? Das ist eine naheliegende Frage. Aus bilanzrechtlicher Sicht geht es aber nicht anders. Denn die stillen Einlagen, die sind Eigenkapital. Es ist kein Fremdkapital, es ist Eigenkapital. Wie Aktien gehören sie zum harten Kernkapital und dessen Bedienung ist strengeren Anforderungen unterworfen, als das bei Fremdkapital der Fall ist. Deshalb haben stille Einlagen auch keinen Anspruch auf Zinsen. Ihre Bedienung ist gewinnabhängig und folgt den Regeln für die Zahlung von Dividenden. Jetzt mal etwas vereinfacht sage, entspricht eine stille Einlage einer stimmrechtslosen Vorzugsaktie. Und Dividenden werden bei deutschen Aktiengesellschaften grundsätzlich aus dem HGB-Ergebnis der AG gezahlt, nicht aus dem IFRS-Ergebnis des Konzerns. Wir haben Anfang 2010 für unsere Mitarbeiter bankweit neue Vergütungssysteme eingeführt. Sie basieren auf den Ende 2009 verabschiedeten Vorgaben der G20 und sie sind mit dem SOFIN abgestimmt. Zur Einführung der neuen Modelle in Deutschland haben wir mit dem Betriebsrat vertragliche Vereinbarungen getroffen. Insgesamt wirken sich die neuen Vergütungsmodelle auf nahezu jeden einzelnen Mitarbeiter weltweit aus. Bei unseren gut 500 Top-Führungskräften haben wir jeden Vertrag einzeln geprüft und an diese neuen Regeln angepasst. Wir verstehen die öffentliche Diskussion über üppige Bonuszahlungen für eine kleine Gruppe von Großverdienern. Aber ich sage es mal ganz ehrlich, darum geht es hier nicht. Mit den variablen Zahlungen honorieren wir den außerordentlichen persönlichen Einsatz von mehr als 30.000 außertariflichen Mitarbeitern und von weiteren etwa 20.000 Tarifangestellten. Denn auch im Tarif werden wir eine einmalige Anerkennungsprämie von 650 Euro pro Mitarbeiter zahlen. Sie alle diese Mitarbeiter haben durch ihre Arbeit die vorzeitige Rückkehr der Commerzbank in die Gewinnzone erreicht. Für uns ist das auch eine Frage von Fairness, Verlässlichkeit und Respekt, die Vergütungsmodelle einzuhalten. Wir werden alles daran setzen, die stillen Einlagen des Bundes für das Jahr 2011 zu bedienen. Und es ist zweitens unser Anspruch, dass der Bund sein Engagement insgesamt positiv abschließt. Anfang 2009 gingen alle Beteiligten davon aus,
dass die Rückzahlung der stillen Einlagen erst im Jahre 2012 beginnt. Dass wir die Commerzbank-Gruppe schon 2010 in die Gewinnzone zurückgeführt haben, erhöht aber unsere Flexibilität und gibt uns zusätzlichen Spielraum für Maßnahmen. Für die Rückführung der stillen Einlage stehen uns 4 Ansatzpunkte zur Verfügung. Erstens, unsere Core Tier 1 Kapitalquote liegt per Ende 2010 mit 10% über den Markterwartungen. Eine Absenkung der Quote um 1 Prozentpunkt setzt rechnerisch etwa 2,7 Milliarden Euro Eigenkapital frei. Zweitens, wir haben unsere risikogewichteten Aktiva konsequent und nachhaltig abgebaut, beispielsweise im Asset-Based Finance und in der PIU, aber auch durch den Verkauf von nicht strategischen Beteiligungen. Ende Dezember 2010 lag unsere nach Basel II berechneten risikogewichteten Aktiva bei rund 268 Milliarden Euro. Ende 2009 betrugen sie noch 280 Milliarden Euro. Allein dieser strategische Abbau reduziert unseren Eigenkapitalbedarf um rund 1 Milliarde Euro. Auch das unterstützt uns bei der Rückführung. Denn unsere Strategie der Risikoreduzierung verringert unseren Eigenkapitalbedarf und sie gibt uns Spielraum für Wachstum in der Kernbank. Allein im vergangenen Jahr haben wir durch aktives Management unserer Risiken und Bestände einen potenziellen Anstieg der risikogewichteten Aktiva von ca. 30 Milliarden Euro neutralisiert. Drittens sind thesaurierte Gewinne zu nennen. Wir haben unsere Core Tier 1 Kapitalquote im Jahr 2010 so außerplanmäßig um 1,4 Milliarden Euro gestärkt. Und die vierte Komponente bilden Kapitalmaßnahmen. Auch dazu ein Beispiel. Wir haben im Januar eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage durchgeführt und hybride Eigenmittelinstrumente in Aktien getauscht. Die damit verbundene Aktienplatzierung hatte ein Volumen von deutlich über 600 Millionen Euro. Alle Aktien wurden innerhalb von wenigen Stunden bei nationalen und internationalen Investoren platziert. Die Nachfrage war so groß, dass die Emission mehrfach überzeichnet war. Wir haben gezeigt, dass wir in aufnahmebereiten Märkten Eigenkapital aufnehmen können. Unsere Eigenkapitalquote, die nachhaltige Reduzierung der risikogewichteten Aktiva und die Rückkehr in die Gewinnzone geben uns zusätzliche Optionen. Und auch hier haben wir ein klares Ziel. Es ist nach wie vor unser Anspruch, die stillen Einlagen so schnell wie möglich abzulösen. Wir wollen sie deshalb schon 2011 um einen signifikanten Betrag zurückführen. Und es ist auch unser Anspruch, die stillen Einlagen für 2011 zu bedienen. Umgangssprachlich ausgedrückt, wir gehen davon aus, sie in 2011 auch zu verzinsen. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, das Geschäftsmodell der Commerzbank beruht auf Partnerschaft und Leistung. Es trägt und es hat ein solides und nachhaltiges Ertragspotenzial. Zweitens, wir setzen die Integration der Dresdner Bank und die Roadmap 2012 weiter konsequent und Schritt für Schritt um. Drittens, wir wollen ab 2012 vor Regulierungseffekten ein operatives Ergebnis von mehr als 4 Milliarden Euro pro Jahr erreichen. Und, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen zum Schluss auch noch versichern, wir werden uns natürlich nach 2012 mit dem Erreichten der Ziele der Roadmap 2012 nicht zufrieden geben und uns auch natürlich nicht darauf ausruhen. Ganz im Gegenteil, wir haben weiter ehrgeizige Ziele, lass mich mal so formulieren, wir haben da bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.